Amy Adams. Amy Lou Adams 20. August 1974 in Vicenza, Italië, is eine US-Amerikanische Schauspielerin. Sie trat seit Ende der 1990er Jahre in über 50 Film- und Fernsehrollen in Erscheinung, überwiegend in Komödien. Bekanntheit errang sie vor allem mit der Darstellung schuldiger naiver Figuren in Spielfilmen wie Unicaver, 2005, Verwünscht, 2007, oder Glaubensfrage, 2008. Adams zal ze den bestverdienenden Schauspieler in een Hollywood zijn worden bereid zeegsmal voor den Oscar nomineerd. 2014 en 2015 gewoon sie voor ihre Hauptrollen in den Spielfilmen Amerikanustle en Big Ear zijn een Golden Globe Award en verresteren nog een Critics Choice Movie Award. Biografie? Kindheid en Ausbildung. Amy Adams werde in Vicenza geboren, wo ihr Vater als Uissoldat stationiert war. Sie wuchs als mittleres von sieben Kindern einer mormonischen Familie im ländlichen Castle Rock im US-Bundesstaat Colorado auf. Ihr Vater, selbst Schauspieler, schrieb in seiner Freizeit Theaterstücke, die im Kreis der Familie aufgeführt werden. So kam Adams schon mit jungen Jahren mit der Schauspielerei in Berührung. Sie besuchte die Hochschule im Bezirk Douglas County. Zwar gehoorte Amy Adams nicht dem Schule oder dem modernen Theaterkurs ihrer Schule an, nahm aber regelmäßig nach dem Unterricht Ballettstunden und spielte Theater. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete sie in einem Dinnertheater, einem Restaurant, das die Mahlzeiten mit Theaterinnenjährungen verbindet, in Denver, Colorado, sowie kurzzeitig als Hostess und Kellnerin bei der bekannten US-amerikanischen Systemgastronomie-Kette Hotters. Dan ersetzte Adam zijn college in Minnesota en arbeidde in Sjönhassen Dinnertheater, wo sie u.a. in einer afurandes Broadway musical schoot neus aftrad. 1999 erhield sie ihre eerste filmrolle, in der satire Gnadelos schon des regisseurs Michael Patrick Janiscia en der Seite von Kirsten Dunst, Denise Richards und Kirstie Alley in einer Nebenrolle als ein faltige Cheerleader in Leslie Susehen, die aan einem lokalen Schoonheitswettbewerb teilnimmt. Punt angespornd door Schauspielkollegin Kirstie Alley zocht die nachwuchsstarsteller in nach Los Angeles. Zwei Monate nach ihrem Umzug erhielt Adam seine tragende Rolle in der Fernsehserie Manchester Prep, einem Prequel des Films Ice Cold the Engel aus dem Jahr 1999, in dem sie die im Film von Sarah Michelle Gellar gespielte Figur verkörperte. Aufgrund von Streitigkeiten zwischen den Produktionsfirmen Fox Broadcasting und Columbia TriStar wurde die Serie nach nur 3 abgedrehten Episoden annulliert. Im Schnitt überarbeitet und als Ice Cold the Engel 2 in den USA direkt auf Video vermarktet. Er folgen M.I.T. Spielberg, Unicaver und Glaubensfrage. Danach erhielt Adams Nebenrollen in Robert Lakings Horrorkomödie Die Psychobeach Party und dem 36-minütigen Kurzfilm Der Chromium Hawk, in dem Regisseur James Stanger sich in einer Kleinstadt der Wahrheit die populaire Urban Legends anhört. Es folgten weitere Nebenrollen in dem Sportlerdrama Des Lauchter Rühle, Pumpkin mit Christina Ricci und in der von der Kritik verrissenen romantischen Komödie Manums dan de halber absuchige benoder Scheidung ist zussen mit Matthew Perry und Elizabeth Hurley in den Hauptrollen, ehe 2002 die Castingdirektorin Deborah Zane auf sie aufmerksam werde. Zane schlug Steven Spielberg voor, Amy Adams in seinem filmproject Catch Me If You Can zu besetzen. Hier agiert sie als kranke Schwester Brenda, die die geliebte der von Leonardo DiCaprio dargestellte Hauptperson wird. Diese Zusammenarbeit mit Steven Spielberg verhalf Adams zum Durchbruch im Film geschafft und ließ sie einem weltweiten Kinopublikum bekannt werden. Es folgten die weiblichen Hauptrollen in Jonathan Segals Tragikomödie De Last Run und dem Drama Standing Still, Blikzurück nach vorn, es die wiederkehrende Rolle der Alice Doherty in der CBS-Fernsehserie Dr. Vegas ergatterte. Der Serie Meinen Krankenhausarzt, gespielt von Rob Lauwe, der seinen Joppa an den Nagel hangt, sich medizinischem gutbetuchte Gasten in einem Casino in Las Vegas zu kümmern. War nur wenig ervolg beschieden, und Dr. Vegas werde nach einem Jahr eingestellt.
Na zijn rolle in der comedy Wedding Date als halfzuster van Debra Messing volgde der bisherige hoogtepunt in ihre carrière. In de 2005 entstand een independent film Unicaver van Pil Morrison speelt Amy Adams die hoogzwangere uitkindliche Ashley aus dem landliche Noord-Carolina, die bezug van ihrem kosmopolitischen zwager nebst gaat in haar halftuindavond trouwt, ihrem baby den aus gevallenen namen Juneburg zugeben. Punt voor ihre schauspielerische leistung waarde Amy Adams en mitte zal reigen filmprijzen als gezeignet, darunter reine Roscar nominierung 2006, de speciaalprijs der jury af de Sundance Film Festival 2005 zoi den aus eigenungen des filmkritikerverbandes van San Francisco, der Soutersteren Filmkritiks Association, der National Society of Film Critics und dem Independent Spirit Award, jeweils als beste Nebendarstellerin. Von der Presse und Kritikern als Königin des Independent Filmsengel. In die Queen, gefeiert, arbeitete die Schauspielerin mit dem hellroten Haar bis 2008 an 8 Filmprojekten, darunter Adam Kaskomodi Ricky Bobby, König der Rennfahrer, in dem Will Ferrell einen rebellischen NASCAR-Fahrer mimt, Zoe Kevin Limas verwünscht, in dem sie neben Patrick Dempsey die weibliche Hauptrolle spielt. In der romantischen Fantasiekomödie übernahm Adams wiederum mit ihr volgt den Part der unschuldigen Eifen eintagiert als Prinzessin, die von einer bösen Hexe aus einem Cartoon ins New York der Gegenwart gezauberd wird. Punkt für ihre tadellos treuige Gedarstelu, die auch ihr Gesang eintan sein schloss, erhielt sie 2008 den Saturn Award und eine Nominierung für den Golden Globe. Zuur fernse arbeid von Adams zal een gastaftrit in den fernse serien Buffy, in Band der Dämonen, 2000, Smallville, 2001, The West Wing, im Zentrum der Macht, 2002, und The Office, 2005-2006. Gegenwartig zal Adams laut de Muis Amerikanischen Forbes magazine ze den naam besten verdienenden schauspielerinnen in Hollywood. Zwischen juni 2007 en juni 2008 erhield sie gagen in hohe von 14,5 miljoen. Uit dollar uitrangierte hinter Cameron Diaz, Keira Knightley, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Jodie Foster, Sarah Jessica Parker en Meryl Streep af plaats nemen. Een jaar later speelde ze in John Patrick Shanley's theaterverfilming Een Glaubensfrage, 2008, neben Meryl Streep en Philip Seymour Hoffman die rollen einer jonge nonne uit geschichtslerarena en einer katholische schule, die hem mit misbruiksvorwürfen gegen den geëistlichen confronteerd werd. Der Part der Schwester James brachte ihrer nooit nomineringen voor die wichtigsten filmprijzen, darunter Golden Globe en Oscar, 2009 war sie in der Komödie Nachtsim Museum 2 Zusehen, in der Sia en der Seite von Ben Stiller und Owen Wilson die Vlugpionier in Amelia Earhart verkörperte. Ebenfalls 2009 war sie in dem Film Julie en Julia in der Rolle der Julie Powell Zusehen. 2010 volgde eine Nebenrollen in David O. Russell's Boxerdrama De Vichter neben Mark Wahlberg, Christian Bale und Melissa Leo. Die nebenrolle der Charlene Fleming brachte ihr 2011 erneut eine Golden Globe und Oscar-Nominierung ein. Für Tim Burton's Spielfilm Big Eyes bekam sie 2015 den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin. Bei den Golden Globe Awards 2017 war sie in derselben Kategorie für Arrival von Dennis Villeneuve nominiert. Mit Nocturne All Animals, Justice Lied und Vieze, Der Zweite Mann volgden wittere von Kritik und Publikum beaagte te filmen. 2018 war sie auch in der Hauptrolle der von Jean-Marc Vallée in een eerten HBO miniserie object nach dem Roman von Gillian Flynn Zusehen. Persönliches. Adams ist seit dem 2. Mai 2015 mit ihrem gleichaltrigen Schauspielkollegen Darren Legel over geheiratet, mit dem sie zuvor bereits 13 Jahre liiert und 7 Jahre verlobt war. Am 15. Mai 2010 wouden die beiden Eltern einer Tochter. Synchronisation. Ihre deutsche Synchronstimme stammt üblicherweise von Juliana Jacobeit. Filmografie, Auswahl. Auszeichnungen und Nominierungen. Oscar. Emmy. Golden Globe. British Academy Film Award.
Screen Actors Guild Awards. Critics Choice Movie Award. Critics Choice Television Award. Literatuur. Weblinks. Einzelnachweise. Weblinks.